Ich grüße euch, liebe Leute, zu meinem nächsten Video von Dead by Daylight. Wir werden jetzt spielen die Jägerin. Warum mache ich das Ganze? Wir haben hier heute ein Ritual, was wir erledigen müssen, damit wir 105.000 Punkte kriegen. Jage die Überlebenden für insgesamt 7 Minuten als die Jägerin. Das hört sich nicht sonderlich schwer an. Also werden wir das natürlich machen, und um unseren Freddy Krüger schön schnell hochzuleveln. Ich habe jetzt auch schon, damit sie wenigstens einen Perk hat, einmal für 3.000 Euro den Perk gekauft. Habe ich auch hier schon ausgerüstet. Also alles keine große Sache. Kommen wir ganz kurz zu der Jägerin. Wenn wir sie auch schon mal jetzt spielen, dann stellen wir sie auch kurz vor. Lade den Wurf auf die maximale Wurfgeschwindigkeit. Das ist dann, wenn man die Taste festhält. Der Wurf kann abgebrochen werden. Beile werden mit Verwendung verbraucht. Das heißt, wenn ich ein paar Dinger durch die Gegend eier, muss ich dann nachher zu sehen, wo ich neue herkriege. Und das steht auch hier. Beile können bei Schließschränken aufgefüllt werden. Die Jägerin summt zwischen 32 und 20 Meter. Der Terrorradius beginnt ab 20 Meter. Leicht verringerte Bewegungsgeschwindigkeit, was mir natürlich gar nicht zugutekommt, weil ich ja auch nicht so dolle bin. Wir könnten jetzt auch nochmal F1 drücken. Dann sehen wir hier ihre Perks, die sie dann für sich persönlich freischalten kann. Was haben wir da? Auch Überlebende werden für 3 Sekunden lang sichtbar, wenn sie den Keller betreten und im Keller im Fenster. Achso, das ist keine schlechte. Ja, aber damit beschäftigen wir uns dann, wenn wir sie dann wirklich fest spielen. Jetzt haben wir erstmal die Grundkenntnisse von ihr. Wir werden schon mal eine Lobby erstellen. Und wir behalten das Ganze bei. Ich werde gleich kurz das Video schneiden, damit ihr die lange Wartezeit von ihr nicht habt. Und dann sehen wir uns gleich im Game wieder. So, da sind wir auch im Game. Und jetzt geht's los. Oh, ich mag dieses Lied. Bin mal gespannt, wie ich mit ihr klarkomme. Ich spiele sie auch das erste Mal. Ich glaube, hier ruppelt jemand an dem Ding rum. Nee, aber es wurde auf jeden Fall daran gearbeitet. Die hat aber hübsche Füße. Leicht schmuddelig. Waren die auch schon dran? Da sind sie sogar noch. Scheiße. Da ist sie rübergesprungen. Fuck, wo ist jetzt hingerannt? Vielleicht mal die Axt schmeißen sollen, wa? Das war so eine kleine Versteckermaus, glaube ich. Die ist bestimmt heiß drauf, nochmal an den Generator zu gehen. Auf jeden Fall werden wir hier nochmal ein bisschen was sabotieren. Und bemerke, hübsche Füße. Die ist ganz schön zu. Oh, da ist er hingerannt. Okay. Aber die ist wirklich langsamer als die anderen. Jetzt. Oh, die haben schon einen fertig da, verdammt. Gucken wir mal, ob sie sich hier hinten versteckt. Nee. Schade. Ganz schön magere Ausbeute jetzt momentan. Oh ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Da ist jemand.
Schade. Sie ist hier rüber gerannt. Hier hören die Spuren auf, verdammt. Oh, ich war ein bisschen zu langsam. So krass, die verrät sich ja auch so krass durch ihr schönes Lied, das die hier summt. Aber sie ist total entspannt, das hört man. Schon wieder dahin. Ich hoffe, wir kriegen hier auch mal jemanden. Also mit den 7 Minuten Verfolgen habe ich mir irgendwie so einfach vorgestellt. Aber man muss ja erstmal an jemanden rankommen. Das ist gar nicht so einfach mit ihr. Oh, die haben schon wieder einen fertig gemacht. Ich drehe bald durch. Scheiße, scheiße, scheiße. Die Runde läuft ja mal gar nicht gut für mich. Das machen wir gleich kaputt hier. Jawohl. Boah, was hat die denn für ein Turbo eingelegt, ey? Ich habe diesen Perk drin. Wenn ich jetzt meine Axt hebe, treffe ich sie auf jeden Fall nicht. Oh, fuck. Jetzt habe ich sie aber, oder? Jawohl. So. Das Wagon, das wäre, ist bei ihr um 25% was, glaube ich, unterdrückt. Deswegen ist es gar nicht so schlimm. Und 4% mehr müssen sie machen, um es durchzugehen. Aber ich habe erst eine aufgehangen. Das finde ich voll uncool. Ich habe nur noch 2 Generatoren. Die sind auf jeden Fall nicht schlecht jetzt hier gegen die Spiele. Oh, ich habe nur noch einen Generator und es hängt erst eine. Aber eigentlich müsste ich sie trotzdem kämpfen. Ich habe auch nur noch 3 Äxte zum Werfen. Oh. Ganz ohne einen Toten will ich hier irgendwie auch nicht raus. Aber ich weiß auch, wenn ich jetzt hier abhaue. Oh, die haben es jetzt schon aufgekriegt. Wo ist sie hin? Da ist sie. Das bis da hinten. Ich denke doch. Oh, es wird schon eng. Das ist ein ganz schönes Stückchen. Nein! Nein! Kurz davor. Okay, das war sehr hoch. Oh, sie ist verletzt. Und die andere hängt noch. Wir haben noch 2 Äxte, da müssen wir Nachschub holen. Aber ich glaube, oh, jetzt leckt die hier einen sich zurecht. Oder mal noch einer. Jetzt habe ich sie gleich. Nein, nein! Jetzt aber. Ja, hör auf mich zu blenden. Scheiße. Und die darf nicht wieder abhauen. Sehr gut.
Also wo ist er jetzt hin? Okay, 2, 3 sind, ja komm, schade, ist vorbei. Oh, hat er sie nochmal runtergeholt? Das war natürlich echt schade. Mal gucken. Also lange habe ich, glaube ich, keinen verfolgt, wenn ich das jetzt so überblickt habe. Ich habe halt keinen gefunden. Was ein bisschen uncool war. So, dann sehen wir uns gleich wieder in der nächsten Runde. Hallo Leute, da sind wir wieder. Ladezeiten habe ich euch erspart. Wir versuchen wieder mit der Jägerin unsere 7 Minuten voll zu kriegen der Verfolgungszeit. Wir sind jetzt gerade mal bei einer. Ja, ich habe auch gerade nicht so viel Glück gehabt, glaube ich, mit den Spots, wo ich hingelaufen bin. Oder ich stelle mich vielleicht auch noch ein bisschen dumm an. Man weiß es nicht. Ein Fadenkreuz wäre natürlich nicht schlecht. Hier waren sie auf jeden Fall dran, ne, die Leute. Hier waren sie auch schon dran, ne? Das heißt auf jeden Fall, dass hier in der Umgebung welche sein müssen. Aber ich höre nichts. Okay. Ich weiß nicht, wo die alle sind. Drei Kolben an. Fuck, die haben den ersten fertig. Also ich finde es relativ schwer, mit ihr hier jemanden zu finden. Ah, da ist einer. Okay. Hier lungern die ganzen Säcke rum. Versuchen wir uns mal den zu holen. Oh, dass hier so ein Riesenstein ist, wusste ich nicht. Hier ist er oben rüber gerannt. Alter, die haben noch einen Generator fertig. Vielleicht gar nicht mal so schlecht, sich hier oben hinzustellen. Um mal Ausschau zu halten. Boah, ey, die Runde wird schon wieder genauso heftig. Also wie soll ich das schaffen, hier 7 Minuten jemanden zu verfolgen? Eigentlich wäre es schlau für meine Quests, wenn ich einen anschlage und ihm die ganze Zeit hinterher renne, dann habe ich meine Aufgabe schneller erledigt. Aber wichtig, ich muss den vorher einmal hitten, sonst rennen die mir irgendwie immer wieder weg. Das kann doch nicht wahr sein. Scheiße, ey, 2 Generatoren. Ich habe noch keinen erwischt. Keinen verletzt. Jetzt würde ich gerne wissen, wo der hingelaufen ist.
Da waren sie auf jeden Fall noch nicht dran. Die wollen bestimmt wieder zu dem hier hinten. Da waren sie ja gerade eben schon dran, ne? Hier fehlt nämlich nur noch einer. Also wenn ich mal wüsste, wo die sich jetzt immer hin verkriechen. Also mit der Jägerin tue ich mich echt schwer. Oh Gott. Was ist denn das für eine Runde? Okay. Also so krass ist die jetzt wirklich nicht, wenn die Gegenspieler gut sind. Die hören mich auch immer rechtzeitig durch das Gesumme. Scheinen die wahrscheinlich immer alle abzuhauen. Ich kann es mir sonst nicht erklären, warum ich die Leute nicht finde mit ihr. Das ist schwer. Die müssen ja an irgendwelchen Generatoren sein. Und es ist nur noch einer. Ey, das wäre ja wohl der Oberknaller. Wo sind die? Scheiße, hier waren sie gerade. Weiß jetzt genau, was du willst. Doch, tatsächlich. Huhuhu, haben wir wenigstens einen erwischt. So, damit ich hier nicht mit leeren Händen rausgehe, muss ich wohl bei ihm bleiben. Vielleicht kann ich ihn ja oder noch sogar dann noch einen zweiten holen. Ja, aber ich weiß nicht, Leute, was sagt ihr dazu? Also man rennt hier durch die Karte und fährt hier die ganzen Generatoren ab, aber trifft dann auch gar keinen. Und puh. Kann man machen. Das liegt wahrscheinlich wirklich an diesem Summen, dass wenn die mich hören, dass sie dann erstmal wegrennen. Okay, den habe ich gerade gesehen, wie der abgehauen ist. Ich würde ja mal interessieren. Okay, er fängt jetzt den Kampf an, das ist sehr gut. Ja, dann kann ich mir vielleicht noch einen holen. Scheiße, zwei sind schon abgehauen. Aber ich lasse ihn jetzt hier nicht alleine, ey, weil sonst wird er noch befreit und haut mir auch noch ab. Dann drehe ich durch. So kriege ich wenigstens nur minus 1 wahrscheinlich. Aber eigentlich hätte ich. Oh ja, das wäre gut, wenn wir die jetzt auch noch kriegen. Wenn wir zwei mitnehmen. Sauberst. Oh, hat sich doch das Campen echt gelohnt, ey. Puh.
noch ein bisschen was gut gemacht hier. Da hängt sie. Also hier haben wir doch noch zwei gekriegt, ne? Scheiße, und ich habe schon gedacht, wir gehen hier echt mit leeren Händen aus dieser Runde. Puh, war ich leicht angespannt, aber ich habe halt kaum Verfolgungszeit gehabt. Das heißt, ich werde die wohl noch das ein oder andere Mal spielen müssen. Und ich habe gedacht, auch 7 Minuten, ich muss hier mal hinterher rennen. Hier geht ganz easy peasy. Alles klar, dann sehen wir uns gleich in der nächsten Map. Ich freue mich drauf.